Herzlich willkommen zu einem neuen Webinar der Develop-Gruppe. Heute beschäftigen wir uns mit Prozessoptimierung und Kollaboration, vor allem in der Kirchenverwaltung. Denn ganzheitliche Digitalisierung beginnt im Inneren. Was das eigentlich genau heißt und warum auch für Sie im Bereich Kirchen das spannend sein kann, die Digitalisierung voranzutreiben, welche Beispiele es da vielleicht gibt, die auch Ihnen bekannt sein sollten, das wollen wir uns heute einmal genauer anschauen. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht ganz vorab nochmal ein paar Spielregeln und vielleicht stelle ich mich auch einmal mal ganz knapp vor. Hallo, mein Name ist Dortje Janssen. Ich bin Marketingmanagerin bei der Develop AG und darf Sie heute als Moderatorin im Webinar begrüßen. Wir bringen immer so ein paar Spielregeln mit. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir erfreulich viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben. Und damit es nicht drunter und drüber geht mit vielen Anfangsfragen und lauter Hallos und wir damit die ersten 10 Minuten verbraten, erlauben wir uns mal, Sie stumm zu schalten zu Beginn. Sie haben aber natürlich die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Wir freuen uns sogar darüber. Nutzen Sie deshalb gerne das Chatfenster am Bildschirmrand, um Ihre Fragen und Gedanken an uns mitzuteilen. Diese Fragen werde ich sammeln und am Ende des Webinars unsere beiden Referenten damit befeuern und bin gespannt, was für Antworten Sie für Sie parat haben. Außerdem werden wir Ihnen die Präsentation und eine Aufzeichnung des heutigen Webinars hinterher automatisch zur Verfügung stellen. Wenn Sie also zwischendurch mal den Postboten an der Tür begrüßen müssen oder das Telefon klingelt, keine Panik. Sie haben die Chance, hinterher alles in Ruhe noch einmal anzusehen oder mit Kollegen zu teilen. Ich habe es schon erwähnt, ich bin die Moderatorin für das heutige Webinar, aber ich habe zwei Kollegen mitgebracht, die Experten für das Thema sind. Das ist einmal Jan Cordes und Tobias Wurm. Hallo, schön, dass ihr beiden da seid. Ja, vielen Dank, Dorothee, für die Vorstellung und für die Einleitung. Ich möchte einmal kurz die Möglichkeit nutzen, mich vorzustellen. Mein Name ist Jan Cordes. Ich bin Vertriebler bzw. Sales Manager bei der Develop Public Sector und hier insbesondere Ansprechpartner für Kirchenverwaltung. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Wurm und ich darf heute als Experte für das Thema Microsoft 365 dabei sein und hier etwas technisch unterstützen und freue mich sehr. Super, vielen Dank. Dann würde ich einmal kurz mit einer Einleitung anfangen. Develop, wer ist das überhaupt? Wir haben uns gerade als Einzelperson vorgestellt, aber hinter Develop steht ja eine komplette Unternehmensgruppe. Die Develop selbst betreut insgesamt inzwischen über 3 Millionen Anwendende bei 12.800 Kunden. Das tun wir natürlich als Unternehmensgruppe nicht alleine, sondern wir haben insgesamt 400 Partner, die diese ganzen Kunden betreuen, mit insgesamt 1.000 Mitarbeitenden. Unser Grundsatz dabei ist immer Digital First. Das ist unsere Vision bei der Betreuung der Kunden, bei der Durchführung von Projekten. Und der Hintergrund ist dabei, beziehungsweise die Zielsetzung, unsere Vision. Wir helfen der öffentlichen Verwaltung, das komplette Potenzial zu entfalten, indem wir verschiedene digitale Dienste bereitstellen, welche verschiedene Abläufe und Vorgänge innerhalb der Verwaltung umfassend vereinfachen und neu gestalten. Wichtig dabei ist, wir kennen Ihre Anforderungen als kirchliche Institution. Das umfasst sowohl Kirchenkreise, Landeskirchen, Bistümer oder auch Schulstiftungen. Das heißt, ganz egal, aus welchem Bereich der kirchlichen Institution Sie kommen, kommen Sie gerne auf uns zu, erzählen Sie uns von Ihren Problemen. Wir finden einen Weg, Ihnen da entsprechend zu helfen. Einmal zur Ausgangssituation der Digitalisierung in Kirchen. Also, was sind unsere Grundgedanken? Was sind Themen, die auch sowohl Sie als auch uns vorantreiben? Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2021 zum Thema Digitalisierung der Kirchen, die eine gewisse Diskrepanz im Bereich der Digitalisierung aufgezeigt hat. Je nachdem, ob man dem Thema Digitalisierung bei Kirchen jetzt eine sehr hohe oder eine hohe Bedeutung beigemessen hat, haben 44 bis 47% der Befragten angegeben, dass sie dem halt eine entsprechend sehr hohe bis hohe Bedeutung beimessen. Auf der anderen Seite gab es die Fragestellung, wie die Digitalisierung Stand heute bei den Kirchen gesehen wird. Da war die Antwort, dass ungefähr 12% der Befragten das Gefühl haben oder den Eindruck haben, dass sie eine eindeutige und erkennbare Strategie für die Digitalisierung von Prozessen und Arbeitsweisen bei kirchlichen Institutionen sehen. Das heißt, wir haben das Problem oder beziehungsweise die Herausforderung, dass
eine sehr hohe Bedeutung dem ganzen Thema beigemessen wird, aber viele davon ausgehen, dass das Thema noch gar nicht so wirklich bei den Kirchen angekommen ist. Jetzt kann man natürlich argumentieren, in den letzten 2 Jahren hat sich da doch sehr, sehr viel getan und das ist auch richtig. Aber hier muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt natürlich 2 verschiedene Wege der Digitalisierung, die bei Kirchen letzten Endes Thema sind. Wir haben einerseits, wie hier auf der rechten Seite zu sehen ist, die digitalen Formate, die in den letzten 2,5 Jahren ganz enorm durch die Pandemiesituation vorangetrieben worden sind. So Themen wie Streaming von Gottesdiensten sind natürlich mittlerweile fast alltäglich. Jede Kirche, jede Kirchengemeinde hat Wege gefunden, ihren Gemeindemitgliedern den Gottesdienst auch auf digitalem Wege bereitzustellen. Darüber hinaus haben sich natürlich auch Wege gefunden, digitale Seelsorge abzubilden oder auch Online-Chats für Kirchenmitglieder abzubilden. Darüber hinaus wurden auch Infotainment- und Podcasts-Angebote zur Verfügung gestellt oder auch generell ein Dialog in sozialen Netzwerken zwischen Kirche und Gemeindemitgliedern hat stattgefunden. Das ist aber nicht das Thema, worüber wir heute im Kern reden wollen. Und hier sind natürlich auch schon große Erfolge letzten Endes erzielt worden. Wir haben auf der linken Seite aber noch das andere Thema, wenn es um Digitalisierung bei Kirchen geht. Und zwar die verschiedenen Dimensionen der digitalen Kirchenverwaltung. Das heißt, hier reden wir wirklich davon, wie die Kirche sich selbst intern aufstellt, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Das heißt, hier sind insbesondere Themen wie eine Digitalisierungsstrategie innerhalb einer Kirchenverwaltung oder einer kirchlichen Institution wichtig. Wir haben Themen wie Prozessoptimierung oder auch Mitarbeitendenmotivation durch digitale Angebote für die Verwaltungsarbeit. Wichtig hierbei ist natürlich auch die interne Kultur, die das Ganze tragen muss und irgendwie mit abbilden muss. Darüber hinaus haben wir neben Prozessoptimierung, die ich gerade schon mal angesprochen hatte, natürlich auch Vorgangsautomatisierung, die den Arbeitsalltag vereinfachen sollen. Und ebenso, ganz, ganz wichtig, eine medienbruchfreie Kollaboration. Das, was wir hier anbieten, ist letzten Endes eine Klammer um all diese Dimensionen herum durch ein Dokumentenmanagementsystem. Wenn wir von DMS reden, beziehungsweise von Dokumentenmanagementsystemen oder DMS, ist es erstmal wichtig zu verstehen, was überhaupt die Mehrwerte eines DMS sind, damit man weiß, was ist hier überhaupt die Zielsetzung. Daher mal kurz vorgestellt, die Vorteile des digitalen Arbeiten mit einem DMS. Die Grundlage bildet erstmal das Digitalisieren und das Archivieren von Dokumenten. Das heißt, egal ob ich jetzt E-Mail-Eingänge habe, Dokumente aus verschiedenen Fachverfahren, zum Beispiel aus einer Personalanwendung, alles wird letzten Endes dem DMS hinzugefügt in digitaler Form und ist dann dort auch digital abgelegt, archiviert und revisionssicher gespeichert. Und das mit langzeitstabilen Formaten, in langzeitstabilen Formaten. Darauf aufbauend können wir über die Digitalisierung natürlich ermöglichen, dass Mitarbeiter eine ständige Verfügbarkeit dieser Dokumente haben. Das heißt, wenn ich irgendeine Rechnung suche, wenn ich eine Personalakte suche, wenn ich nach irgendeinem gewissen Stichwort in einem Riesenwust aus Dokumenten suche, kann mir mein DMS oder wird mir mein DMS hier helfen, diese Dokumente entsprechend zu finden. Und das sind letzten Endes so die Grundpfeiler erstmal des digitalen Dokumentenmanagement. Indem wir die zweite Stufe haben, ist der nächste Schritt, Prozesse zu digitalisieren. Das heißt, hier kann man sich zum Beispiel vorstellen, einen Urlaubsantrag im Rahmen von Personalprozessen oder auch ein komplettes Bewerbungsverfahren digital im DMS abzubilden. Das Ganze kombiniert mit nahtlosen Integrationen. Ich habe ja gerade schon mal erzählt, zum Beispiel Personalprozesse wie ein Bewerbungsprozess können digital abgebildet werden. Das Ganze ist zum Beispiel auch dadurch möglich, dass ein Personalverfahren nahtlos an das DMS, in diesem Fall zum Beispiel das Develop Documents der Develop oder auch die SharePoint-Lösung M365 hier entsprechend bedient werden können und angebunden werden können. Dabei habe ich den Vorteil, dass alle Dokumente oder haben Sie den Vorteil, dass alle Dokumente ohne Medienbrüche bearbeitet, geteilt und gefunden werden können. Den Anwendungsbereich der Personalverwaltung hatte ich gerade schon einmal kurz angesprochen. Darüber hinaus gibt es aber natürlich noch verschiedene andere Möglichkeiten, ein DMS in einer Kirchenverwaltung entsprechend einzusetzen. Wir haben hier beispielsweise die Möglichkeit, die Schriftgutverwaltung nach einem durch Sie definierten Aktenplan abzubilden.
Es gibt die Möglichkeit, ein Sitzungsmanagement nach entsprechenden gesetzlichen Vorgaben im DMS umzusetzen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, Vertragsmanagement für verschiedene Prozesse umzusetzen oder auch eine Liegenschaftsverwaltung mit entsprechender Fachverfahrensintegration effizient abzubilden. Nachdem wir uns gerade die verschiedenen Anwendungsbereiche von digitalen Lösungen durch ein DMS in Kirchenverwaltung angeguckt haben, wird mein Kollege Tobi gleich einmal verschiedene Einsatzszenarien oder Lösungsansätze mit Microsoft 365 und Develop präsentieren. Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und viel Vergnügen beim nächsten Teil. Ja, vielen Dank, Jan, für die Einleitung. Und ja, wir haben jetzt schon viele Anwendungsfälle gesehen für Organisationen und kirchliche Institutionen, auf die wir natürlich jetzt im weiteren Verlauf auch gerne eingehen und beispielsweise eben mal zwei davon darstellen. Vorab möchte ich aber ganz kurz auf unseren Lösungsansatz in der Theorie eingehen, nämlich wir glauben einfach, dass viele Kirchen und Organisationen auf Microsoft 365 als strategische Plattform setzen und diese strategische Plattform, diese Plattform Microsoft 365 noch sehr viele Potenziale bietet, die ungenutzt unter dem Radar schlummern und die wir natürlich gemeinsam erstens aufdecken möchten und auch zweitens gemeinsam nutzen möchten. In unseren Augen gehört heute zu einem digitalen Arbeitsplatz oder Modern Workplace, wie es eben oft genannt wird, sowohl die Zusammenarbeit von Menschen intern und extern, die Prozessdigitalisierung, die der Kollege gerade schon angesprochen hat, und eben auch das Dokumentenmanagement, um Informationen immer genau an der Stelle bereitzustellen und auch Informationssilos zu überwinden, an der ich gerade arbeite. Und essentiell dafür ist eigentlich ja die Ausrichtung auf den Benutzer im Unternehmen. Ja, der Nutzer steht immer im Mittelpunkt, weil er letztendlich mit diesen Informationen und Dokumenten arbeitet. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich Microsoft 365 als strategische Plattform in der Mitte sehe und eben auch den Nutzer mit dabei sehe? Letztendlich haben wir unterschiedliche Themen, die durch die Plattform Microsoft 365 schon optimal gelöst werden oder wo die Idee der Lösung einfach schon super in die richtige Richtung geht, um die Kommunikation und die Informationsbereitstellung zu gestalten. Zum einen sind das eben die Dokumente, ja, Dokumente, die ich in den Office-Produkten generiere, die vielleicht aber auch aus Drittsystemen wie einem ERP-System, einer Personalverwaltung etc. kommen oder eben einem Dokumentenmanagement, wie beispielsweise jetzt von Develop, was wir Ihnen gleich zeigen werden. Prozesse. Die Prozesse sind in Microsoft 365 so aufgebaut, dass sie eben auf den Mitarbeiter ausgerichtet sind und genau dort Anwendungen finden, wo sie sie brauchen. Der Kollege hat es gerade schon genannt, Prozesse im Bewerbungsverfahren beispielsweise, in der Personalverwaltung. Aber es sind auch ganz einfache Prozesse vielleicht für Genehmigung von einzelnen Dokumenten, Freigabeprozesse etc., die hier abgebildet werden können. Auch heute ist die Kommunikation in Microsoft eben schon sehr gut gelöst, wenn wir an Microsoft Teams denken, an Outlook denken oder eben an die Telefonie. Und auch heute ist es so, dass die meisten Informationen in ein Unternehmen, in eine Institution, ja, über die E-Mail kommt, sowohl eingehend als auch ausgehend dort sehr wichtig ist und wir diese Informationen natürlich auch sofort dort, nämlich wo sie auftauchen, in Outlook verarbeiten möchten. Auch da werden wir gleich zeigen, wie Sie nahtlos eben in Ihrem Outlook-Client diese Informationen und Dokumente verarbeiten können. Das Thema Intranet basiert bei Microsoft 365 sehr oft auf SharePoint. Die SharePoint-Lösung ist einfach die optimale Plattform, um Informationen in bestimmten Abteilungen, in bestimmten Gremien, in Sitzungen zur Verfügung zu stellen und die allgemein verfügbar zu machen. Und wir nehmen uns dem Ganzen an, nehmen diese Informationen auf und ergänzen die eben mit den entsprechenden Informationen aus Dokumenten, die dann ins Unternehmen kommen.
Und klar, die Organisation, die persönliche Organisation, auch die wird durch die Plattform optimal unterstützt, indem ich eben Tools habe wie Microsoft To-Do oder Planner, um mich in Teams zu organisieren und die Aufgaben so zu verwalten, wie ich es in dem Moment eben brauche, sodass ich immer eine Übersichtlichkeit des Ganzen habe. Ganz wichtig ist an der Stelle, wir vereinen ja diese unterschiedlichen Informationssilos auf einer zentralen Plattform und ergänzen diese schon sehr mächtige Plattform, diese Grundlage Microsoft 365 mit klassischen ECM, Enterprise Content Management oder eben Dokumentenmanagement-Funktionalitäten, um dort einfach auch den gesetzlichen Richtlinien Herr zu werden und denen gerecht zu werden. Das Ganze möchte ich Ihnen nun live zeigen. Wir haben uns dazu zwei Beispiele überlegt, nämlich einmal die Personalverwaltung mit einer digitalen Personalakte und zum anderen die Liegenschaftsverwaltung, weil das aus unserer Sicht Anwendungsfälle sind, die Ihnen sehr bekannt vorkommen könnten. Natürlich können wir die auch um weitere Anwendungsfälle ergänzen und das später noch thematisieren. Ich wechsle dazu einmal meinen Monitor. Und dann sollten Sie jetzt einen digitalen Arbeitsplatz in Microsoft 365 bzw. SharePoint Online sehen. Das ist einfach mal beispielsweise dargestellt, wie ein digitaler Arbeitsplatz aussehen kann, ja, indem ich eben hier der Absprungspunkt in unterschiedliche Unternehmensanwendungen, in unterschiedliche Aktenstrukturen und Lösungen habe. Und wir fangen vielleicht einfach damit an, dass ich mal in die Personalakten springe. Hier habe ich die Möglichkeit, über unterschiedliche Schnellnavigationen mich zurechtzufinden. Ich wähle jetzt mal die Kollegin Annie Back aus, um Ihnen einen Eindruck über eine digitale Personalakte zu geben. Was sehen wir jetzt? Wir sehen auf der linken Seite einen entsprechenden Aktenplan in dieser digitalen Akte. Dieser Aktenplan gibt erstmal die Struktur der Akte, die Registerkarten der Akte vor. Und jede einzelne Registerkarte enthält dann wieder Informationen und Dokumente zu beispielsweise eben Bewerbungsunterlagen, Vertragsdokumenten und so weiter und so fort. In der Mitte finden wir den sogenannten Aktendeckel mit den entsprechenden Metainformationen, mit Informationen, die immer wichtig sind, ja, Stammdaten wie Eintrittsdatum, Name, Abteilung etc. Und auf der rechten Seite finden wir dann eben unseren Dokumentenbereich inklusive Vorschau. Wenn ich beispielsweise mich in der Registerkarte Vertragsdokumente bewege und dort einfach mal einen Arbeitsvertrag öffne, der hier in dieser Personalakte hinterlegt ist, sehen Sie schon, dass diese Aktenstruktur mir sofort die Möglichkeit gibt, diesen Personalvertrag zu sichten und eben auch entsprechend sofort hier zu bearbeiten. Diese Struktur, die Sie sehen in der gesamten Akte, wird natürlich von Ihnen vorgegeben. Hier ist das einfach nur beispielhaft dargestellt. Natürlich können wir hier auch jederzeit weitere Registerkarten ergänzen oder auch ändern oder das Ganze auch an ein führendes Personalsystem anheften, sodass die Informationen und Daten oder auch Dokumente, die dort generiert werden, hier übernommen werden und dann letztendlich im Repository SharePoint Online gespeichert werden, sodass diese gesetzlichen Regelungen auch unterstützt werden. Der Kollege hat es gerade schon gesagt, revisionssichere Ablage etc. Das als erstes Beispiel. Wir gehen mal zurück und ich springe sofort in die Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung, weil ich einfach glaube, das ist wieder so ein Anwendungsfall, der in den Kirchen und kirchlichen Institutionen sehr relevant sind. Ja, wir haben Erbpachtgrundstücke beispielsweise und auch hier nutze ich mal die Schnellnavigation. Ich könnte jetzt auch die Volltextsuche benutzen. Ich könnte mich über die unterschiedlichen Listenstrukturen hier auseinandersetzen und in die richtigen Akten springen. Aber ich nutze mal die Schnellnavigation und springe in die Erbpachtgrundstücke im Gemeindewald. Die Grundstücke sind dann unterteilt in unterschiedliche Objekte, ja, wo ich dann wiederum unterschiedliche Registerkarten habe, um diese Liegenschaften und Gebäude zu verwalten. Wir unterscheiden hier im Standard einfach mal
zwischen technisches Facility Management, infrastrukturelles Facility Management, kaufmännisch und haben hier dann natürlich auch gewisse Strukturen, wie beispielsweise die Pflege der Beleuchtung, der Wege und der Gebäude innerhalb dieser Grundstücke, die dann wiederum gepflegt sind. Hier finde ich zum Beispiel auch Rahmenverträge wieder, die dann mit Dienstleistern geschlossen sind. Ja, ich habe hier einen Rahmenvertrag Dienstleister mit den entsprechenden Metainformationen, die natürlich sehr wichtig sind, um einzuschätzen, wer hat eigentlich das Dokument zuletzt geändert, bearbeitet, in welcher Version liegt dieses Dokument vor und es ja, dieses Dokument auch von hier sofort weiter zu verarbeiten. Wie bekomme ich jetzt neue Dokumente in diese digitale Akte? Gibt es eigentlich unterschiedliche Möglichkeiten? Eine einfache Hochladenfunktion, wie man es kennt, ja, indem ich mich dann auf meinem Rechner zurechtfinden muss oder ganz einfach per Drag and Drop. Und das mache ich jetzt auch mal sofort, dass ich auf meinem zweiten Monitor hier ein Dokument einfach mal nehme, per Drag and Drop reinziehe und in dem Fall ist es jetzt ein Angebot Reinigung, was dann automatisch hier hinterlegt wird, mit den entsprechenden Metadaten versehen wird und diese Metainformationen werden an der Stelle vererbt. Das heißt, es geht um die Wege und Gebäude und es ist in der entsprechenden Objekt-ID dann auch hinterlegt. Bei Erbpachtgrundstücken ist auch die Miete und Pacht immer sehr relevant. Das heißt, wir haben hier mal im Beispiel unterschiedliche Parzellen hinterlegt, wo wir dann auch wieder die Dokumente unterschieden nach unterschiedlichen Anwendungsfällen ablegen und unter anderem einfach mal als Beispiel die Schlüsselprotokolle hier hinterlegt. In der Parzelle A1 ist es so, dass wir jetzt hier ein Schlüsselprotokoll haben, das wie vorhin auch sofort über einen einfachen Klick öffnen können. Und wir wollen ja auch über die Kommunikation sprechen und über die Kollaboration. Das heißt, an Dokumenten wird ja auch gemeinsam gearbeitet. Und der große Vorteil von Microsoft 365 an der Stelle ist eben, gemeinsam an Dokumenten mit Kollegen auch zu arbeiten. Also könnte ich jetzt hingehen und dieses Dokument sofort mit einem Klick im Browser öffnen und entsprechend hier anpassen, wenn sich beispielsweise Änderungen ergeben. Und der SharePoint würde im Hintergrund in unser Dokumentenmanagementsystem die aktuellste Version dann wiederum ablegen. Das wäre jetzt die Web-Oberfläche. In der Web-Oberfläche bewege ich mich immer dann, wenn ich einen Gesamtüberblick über die digitale Akte haben möchte, mich in unterschiedlichen Registerkarten bewege und eben auf unterschiedliche Dokumente zugreife. Die meisten Dokumente, und das habe ich schon angesprochen, ja, Kommunikation, kommen heute über den Outlook ins Unternehmen. So, jetzt befinde ich mich im Outlook und die Informationen, die über E-Mail beispielsweise reinkommen, über einen E-Mail-Anhang, die möchte ich natürlich auch direkt hier aus meinem Outlook-Client bearbeiten, weiterverarbeiten und entsprechend ablegen. Also brauche ich eine Möglichkeit, auch von hier direkt auf meine digitalen Akten, beispielsweise eben auf diese Liegenschaftsverwaltung zuzugreifen. Und dafür haben wir auf der rechten Seite unsere Office- bzw. Outlook-Integration. Auch hier habe ich die Möglichkeit, die Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung zu öffnen. Finde die gleiche Struktur, die Sie gerade auch in der Web-Oberfläche gesehen haben, mit den entsprechenden Registerkarten. Ja, und wenn ich jetzt in Miete und Pacht in unterschiedlichen Parzellen arbeite, in dem Fall sprechen wir ja über die Parzelle A2, dann können wir diese Informationen und diese E-Mail natürlich auch direkt hier ablegen, indem wir beispielsweise jetzt diese gesamte E-Mail nehmen und unter den Schlüsselprotokollen mal ablegen. Was passiert hier? Letztendlich das Gleiche wie gerade, als ich ein Dokument hochgeladen habe. Die Metadaten werden vererbt. Das Ganze wird an die richtige Objekt-ID in dem Fall geheftet. Und über ein einfaches Hochladen finde ich diese Dokumente bzw. jetzt diesen Schriftverkehr, diese E-Mail direkt richtig zugeordnet unter Schlüsselprotokolle in der entsprechenden digitalen Akte mit der richtigen Version. Und alle meine Kolleginnen und Kollegen haben jetzt über die unterschiedlichen Wege Zugriff auf genau dieses Dokument. Und das möchte ich gerne nochmal zeigen am Beispiel von Microsoft Teams.
Ja, weil Microsoft Teams natürlich auch eine zentrale Kommunikationsplattform inzwischen in Unternehmen und Institutionen ist, wo ich jetzt, und dafür mache ich die Web-Oberfläche von Microsoft Teams auf, unterschiedliche Teams für bestimmte Anwendungsfälle habe. Hier wieder das Beispiel Liegenschaft und Gebäudeverwaltung. Ja, damit das auch rund ist, kann ich natürlich hier mit meinen Teammitgliedern über bestimmte Liegenschaften und Gebäude diskutieren und Informationen austauschen. Gleichzeitig habe ich aber auch den direkten Zugriff auf diese Gebäude und auf diese Liegenschaften aus Microsoft Teams. Und Sie sehen, auch hier habe ich natürlich wieder den Zugriff auf diese digitale Akte, auf die gleiche Struktur und finde nun unter Miete und Pacht in der Parzelle A2 unter den Schlüsselprotokollen die E-Mail, die ich soeben hochgeladen habe über die Outlook-Integration. Und das Bild ist dann am Ende rund, weil es immer darum geht, in dem Kontext, in dem ich mich als Benutzer befinde, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu bekommen. Beispiel, ich als Nutzer bewege mich nun in Teams, weil ich gerade mit den Kollegen eben über diese Liegenschaft diskutiere, also greife ich über Microsoft Teams zu. Bewege ich mich gerade im Kontext Outlook, greife ich natürlich über die Office-Integration darauf zu, weil es für mich nahtlos integriert ist und ich eben nicht auf einem beispielsweise zweiten Monitor die Web-Oberfläche wieder öffnen muss. Und wenn ich den gesamten Überblick brauche, an unterschiedlichen Stellen mich wirklich durch das Dokumentenmanagement bewege, dann öffne ich typischerweise die Web-Oberfläche im SharePoint Online aus meinem Intranet beispielsweise. Und damit ist die Kommunikation an der Stelle rund, die Informationsbereitstellung an der Stelle rund. Und ganz wichtig ist eben, die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die wird insofern vereinfacht, dass ich mich immer darauf verlassen kann, auf aktuelle Dokumente, auf Dokumente in der richtigen Version und so weiter zuzugreifen. Soweit zum Live-Teil. Wir wollten Ihnen hier einen kurzen Überblick geben und ich hoffe, das passt auch, sodass wir jetzt weitergehen können und zu Ihren Fragen kommen, wenn es bis hierhin Fragen gibt. Danke an euch beide für die Vorstellung dieses ganzen Themenkomplexes, denn es ist ja tatsächlich einiges, was da drin steckt und was auch an Möglichkeiten da einfach noch schlummert. In der Zwischenzeit sind ein paar Fragen reingekommen. Ich habe die so ein bisschen versucht zu sortieren. So ein paar waren sich recht ähnlich und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es ist vielleicht auch eine dringende Frage. Das ist vielleicht was für dich, Tobi. Das ist ein bisschen die Frage nach den Lizenzen. Wie sieht eigentlich die Lizenzierung des Ganzen aus? Wie funktioniert das mit den Microsoft-Produkten bei einer Hinterhand? Das ist tatsächlich eine sehr wichtige Frage an der Stelle, weil wir eine Erweiterung zur ursprünglichen Microsoft 365-Plattform bieten. Also diese digitale Aktenstruktur, die wir jetzt heute gesehen haben, inklusive der Teams-Integration und auch inklusive der Office-Integration, sind letztendlich Produkte aus dem Hause Develop. Und die lizenzieren wir nach Benutzer pro Monat in einer SaaS-Lizenzierung, also Software as a Service. Grundlage für unsere Lizenzierung ist aber eine Microsoft-Lizenzierung. Das heißt, SharePoint Online muss in Anführungszeichen lizenziert sein. Das geht über unterschiedliche Lizenzen aus dem Hause Microsoft. Und von daher ist das die Grundlage für unsere SaaS-Lizenzierung, dann für diese eigentlichen Dokumentenmanagement, Funktionalitäten und die Integration. Mhm. Ein anderes wichtiges Thema ist immer die Frage der Berechtigung, denn manche Mitarbeiter und Kolleginnen dürfen Dinge sehen, die andere nicht sehen dürfen, aus Datenschutzgründen häufig ja einfach. Wie kann man das hier sicherstellen? Gibt es ein Berechtigungskonzept? Ja, auch das ist immer eine sehr wichtige Frage in den Projekten, die wir betreuen. Klar, natürlich gibt es ein Berechtigungskonzept beziehungsweise Möglichkeiten, Berechtigungskonzepte hier technisch umzusetzen. Also was wir heute gesehen haben, war wirklich so ein Überblick und natürlich ist das ein Demosystem, sodass wir hier sehr, sehr viel gesehen haben. Und es ist ganz wichtig, dass im Alltag Folgendes passiert. Ich kann jeden einzelnen Benutzer oder Benutzergruppen berechtigen über das klassische Microsoft AD, sodass ich diese
grundsätzlichen Gruppen, die in den Organisationen und kirchlichen Institutionen oft schon da sind, ja, nutzen kann. Und das kann ich aber auch noch weiterführen in der ja, Microsoft-Plattform von uns, also von der Develop, sodass ich theoretisch bis runter zum einzelnen Dokument Berechtigungen entsprechend einstellen kann, um da auch dem Datenschutzthema gerecht zu werden. Wie macht sich das jetzt für den Nutzer bemerkbar? Bin ich gar nicht so sehr drauf eingegangen in der Demo. Letztendlich sieht der Benutzer nur das im System, was er auch sehen darf. Das heißt, wenn ich zu einer bestimmten Akte oder bestimmten Aktenstrukturen, beispielsweise in der Liegenschaft, keine Berechtigung habe, dann sehe ich diese Informationen auch gar nicht, sehe diese Akten gar nicht und würde diese Akten auch nicht über die Volltextsuche finden. Okay. Ich habe noch eine andere Frage, die dringend ist, finde ich. Aus unseren Zuschauern und Zuschauerinnen kam die Frage, wir haben gar keine Microsoft-Produkte im Einsatz. Müssen wir jetzt also erst Microsoft-Produkte erwerben, um diese Lösung nutzen zu können? Und jetzt muss ich als Moderatorin fragen, haben wir nicht eine andere Lösung? Genau, richtig. Wir haben auch eine andere Lösung, sehr schöne Frage. Neben der gerade vorgestellten SharePoint-Lösung haben wir auch eine native Anwendung, DMS-Anwendung, das Develop Documents. Das Develop Documents ist eine eigene, wie gesagt, eine eigene DMS-Anwendung, die in der Regel über einen Webclient verwendet wird. Wir haben hier ein responsives Design, das heißt, egal ob die Mitarbeiter am Rechner oder am Handy arbeiten, haben sie immer das entsprechend bekannte Look and Feel, was Sie durch das Arbeiten kennenlernen. Das Develop Documents kann beispielsweise ganz klassisch bei den Kunden on-prem installiert und eingerichtet werden. Darüber hinaus besteht beispielsweise auch die Möglichkeit, das Ganze über eine Cloud abzuwickeln. Setzen wir auf die OTC, also über den Anbieter Open Telekom Cloud. Das heißt, die Server stehen auch in Deutschland, sodass Datenschutz und ähnliche Bedenken auch bestenfalls ausgeräumt werden können. Da stehen auch die bekannten Möglichkeiten oder die gerade vorgestellten Möglichkeiten aber halt in der eigenen Anwendung zur Verfügung. Mhm. Wenn Sie also dazu wir haben tatsächlich beide Möglichkeiten einfach. Genau, okay. Richtig. Wir haben beide Möglichkeiten. Und Entschuldige, Jan, du erst. Wenn Sie speziell Fragen zu der nativen Anwendung haben, zu dem Develop Documents ohne SharePoint, dann schreiben Sie mir gerne unter der E-Mail-Adresse, die Sie gerade sehen. Wenn Interesse ist, kann ich Ihnen einerseits Informationsmaterial zur Verfügung stellen. Wir haben da beispielsweise auch ein E-Learning, um selber sich schon mal einen Eindruck zu machen. Wir können aber auch ganz unkomplizierten Präsentationstermin vereinbaren, damit ein entsprechender Kollege Ihnen einfach mal einen umfassenden Einblick darüber gibt, welche Möglichkeiten in dem Develop Documents selber zur Verfügung stehen. Also in kurz, es gibt natürlich die Microsoft-Welt, die wir bedienen können, wo wir eine ganz wunderschöne und einfache Anwendung haben. Aber wir haben auch für Interessenten, die gar keine Microsoft-Produkte bisher so sehr im Einsatz haben, auch eine Alternativlinie, die man sich ganz einfach anschauen kann, indem man sich bei Jan meldet. Genau. Wir hatten das vorhin schon mal angesprochen und die Frage kam etwas früher im Webinar, aber ich fand es gut, sie nochmal zum Schluss zu stellen, um nochmal so ein paar Inhalte zu rekapitulieren, denn ihr habt so viele spannende Inhalte gehabt, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, was man mal am Anfang alles Gutes gehört hat. Darum, habt ihr noch ein paar andere Beispiele für Prozesse und Möglichkeiten, die man mit dem System abbilden kann und können wir vielleicht auch andere Fachverfahren noch anbinden, die für die Kirchen spannend sein können? Genau, super Frage. Also wir hatten ja kurz vor Ende meines Parts über die Anwendungsbereiche einer DMS-Lösung, in dem Fall Develop Documents oder SharePoint-Lösung, in einer Kirchenverwaltung gesprochen. Die Beispiele, die Tobi gerade einmal gezeigt hatte, waren ja die Personalverwaltung mit Personalakte und die Liegenschaftsverwaltung. Darüber hinaus hatte ich vorhin einmal noch kurz angerissen, Vertragsmanagement, was über die Lösung abgebildet werden kann. Ebenso ein Sitzungsmanagement, also für die Gremienverwaltung, kann mit angebunden werden oder verwendet werden und eine Schriftgutverwaltung nach Aktenplan ist möglich. Darüber hinaus, was auch häufig von den Kirchenverwaltungen angefragt wird, sind Themen der Rechnungseingangsbearbeitung. Auch das ist natürlich unproblematisch möglich. Der Workflow kann sowohl in einer Fachanwendung laufen, die bei uns integriert oder angebunden ist, oder manche wählen auch den Weg, dass der Workflow zum Beispiel für eine Rechnungsfreizeichnung dann über uns abgewickelt wird. Darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel Bauakten abzubilden und um eine grobe Übersicht zu geben, wir haben bisher circa 140 verschiedene Fachanwendungen an unserem DMS angebunden.
Wir sind auch komplett offen, was die Anbindung von neuen Fachanwendungen anbelangt. Wenn Sie da spezifische Fragen zu einzelnen Lösungen haben, die für Sie wichtig sind, kommen Sie auch gerne wieder einfach auf mich zu. Prima. Dankeschön, dass ihr euch den Fragen gestellt habt. Herzliche Einladung nochmal an Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, sich an dieser Stelle gerne an unseren Kollegen Jan Cordes zu wenden. Die E-Mail-Adresse sehen Sie hier eingeblendet und schicken wir Ihnen im Nachgang gerne nochmal zu. Für weitere Fragen, die vielleicht jetzt gleich, denn das ist ja häufig so, ist die Stunde vorbei, ist das Telefonat beendet, fällt einem ein, oh, das hätte ich noch fragen können, das wäre gut gewesen. Dann scheuen Sie sich nicht und suchen Sie gerne den Kontakt. Jan unterstützt Sie gern. Und damit kommen wir auch schon zum Ende des Webinars. Klickst du einmal weiter? Ganz klein vorher habe ich aber noch einen Mini-Werbeblock für Sie. Wir haben nämlich eine wundervolle Veranstaltung, unsere Develop Public Sector Days, am 28. und 29. September 2022, wo wir viele spannende Inhalte, ja auch für die öffentliche Verwaltung und die Hochschulen, aber bestimmt auch für die Kirchen bereitgestellt haben. Schauen Sie sich gerne auf der eingeblendeten Webseite einmal um. Sie finden da auch eine Agenda und viele Themen rund um Digitalisierung, Prozessoptimierung, Workflows, Akten, viele verschiedene Dinge, die Ihnen helfen können, künftig gut aufgestellt zu sein für die Arbeitswelt. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Und an dieser Stelle möchte ich mich daher für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem der nächsten Webinare und bleiben Sie bis dahin gesund. Tschüss!